Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heute möchte ich euch kurz ein Video hier zeigen, das mir eine bekannte Person zugeschickt hat, mit der Bitte, ein paar Punkte dazu zu sagen und ihm zu erklären, ob das denn stimmt oder inwiefern das denn berechtigt ist, was sie da sagt. Es geht hier um eine Frau, die nach eigenen Angaben her zum Schiitentum übergetreten ist. Sie wäre früher Sunnitin gewesen, aber es gab da so einige Dinge, die ihr ein mulmiges Gefühl gaben dabei, Sunnitin zu sein oder das, ja, in Bezug auf das Lehrgebäude der Sunniten. Und diese Dinge, die ihr oder einem Sunniten dieses mulmige Gefühl geben sollten und ihn dazu antreiben sollten, dass die Schule der Ahlus Sunna zu hinterfragen, die nennt sie hier in diesem Video. Und die wollen wir uns ganz kurz und knapp mal anschauen, denn da sind ganz teilweise sehr oberflächlich erkennbare Fehler und Unstimmigkeiten, bewusst oder unbewusst. Und diese wollen wir uns ein bisschen mal anschauen und sehen, was für Maßstäbe sie denn setzt, um die Liebe zu den Ahlul Bayt zu messen oder den Vorzug einer Person in ihrem Gedankengut, wie der Vorzug einer Person gemessen wird. Woran wird er gemessen? Also innerhalb einer Denkschule. Das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu gehen wir kurz zu ihrem Video. Ich werde nicht das ganze Video durchgehen. Das sind so ganz bestimmte Minuten, die ich mir hier gemerkt habe. Also fangen wir mal an mit der Minute 2:30 so ungefähr. Da spricht sie über Al-Bukhari und über sein Werk. Gut, ich spiele es mal ab. Ich habe es jetzt auf schnell gestellt. Ich mache es wieder normal. Moment. Machen wir es bei 1,5. So. Sahih al-Bukhari wurde als das authentischste Buch nach dem Koran eingestuft oder bezeichnet. So geschrieben von Imam al-Bukhari, der übrigens in der Zeit unserer Imame geboren ist. Na, er war nämlich 9 Jahre alt, als Imam Rida gestorben ist. Also hatte ein Teil von Imam Rida seine Herrschaft miterlebt. Na, nach Imam Rida hatte die Herrschaft erlebt von Imam al-Jawad, danach von Imam al-Hadi. Und er war zeitgenössisch, war er mit Imam Hassan al-Askari. So, wenn man jetzt aber Sahih al-Bukhari aufschlägt, findet man weder eine einzige Überlieferung von Imam Hassan al-Askari, noch von Imam al-Jawad, noch von Imam Rida, keinen von Imam al-Kadim, keinen von Imam al-Sadiq und auch keinen einzigen von Imam al-Baqir. Ja, stattdessen findest du aber 5300 Überlieferungen von wem? Von Abu Huraira. Abu Huraira, der nur 1 Jahr und 9 Monate mit dem Propheten zusammen war. Also 5300 Überlieferungen über einen Zeitraum von 1 Jahr und 9 Monate. Na, von Imam al-Sadiq, Imam al-Fuqaha a.s., der Lehrer von Abu Hanifa, Imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, von ihm ist keine einzige Überlieferung überliefert. Von Fatima a.s. Gut, also kommen wir mal hier auf die Punkte. Sie spricht hier über einige Persönlichkeiten, wie al-Sadiq, al-Kadhim, ich weiß nicht, al-Baqir hat sie, glaube ich, auch erwähnt. Dann die al-A'imma al-Arba'a. Oder? Moment mal, nochmal anhören. Nochmal zurück. Von Imam al-Sadiq, Imam al-Fuqaha a.s., der Lehrer von Abu Hanifa, Imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, von ihm ist keine einzige Überlieferung. Ja, genau, also. Al-Sadiq, der Lehrer von den 4 Rechtsgelehrten, die hat sie also auch erwähnt. Jetzt schauen wir uns mal, bevor wir. Also, man muss da gar nicht groß darüber reden. Man muss sich einfach nur ein paar Daten anschauen und dann fällt einem schon auf, dass hier. Dass die Dame da ein bisschen Probleme hat mit ganz oberflächlichen Daten. Dazu gehen wir mal. Ich habe hier eine kleine Folie vorbereitet. Dann gehen wir zur Folie. So, und zwar schauen wir uns jetzt mal ein paar Geburtsdaten an. Also wir haben hier Al-Baqir 45, 56 oder 57 ist er geboren. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Und dann haben wir hier As-Sadiq, den sie erwähnt hat, 80, 148. Also er ist im gleichen Jahr geboren wie Abu Hanifa. Al-Kadhim 128 bis 183.
Abu Hanifa 80 bis 150, Al-Imam Malik 93 bis 179, Al-Shafi'i 150 bis 204. Al-Shafi'i ist also geboren in dem Jahr, in dem Abu Hanifa gestorben ist. Ahmad ibn Hanbal 164 bis 241. So, und dann haben wir Al-Bukhari 194 bis 256, der letzte. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, was sie sagt. Gehen nochmal zurück, einen Punkt, einen Schritt zurück. Von Imam al-Sadiq, Imam al-Fuqaha, der Lehrer von Abu Hanifa, Imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, von ihm ist kein einziger Überlieferung. Also, der Imam al-Sadiq, Imam al-Fuqaha, der Lehrer von Abu Hanifa, Imam Malik, al-Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal. Inwiefern das funktioniert, erklärt sich mir nicht, weil das von den Daten her natürlich nicht so ganz stimmt. Wir gehen mal kurz wieder auf die Folie. Moment. Wo ist sie? So, hier. Also schauen wir uns nochmal an. As-Sadiq 80 bis 148. Im Jahr 148 ist er gestorben. Es ist historisch belegt, dass Abu Hanifa und As-Sadiq sich gesehen haben. Und das ist ja auch möglich. Also rein historisch gesehen oder von den Daten her ist es ja möglich. So, dann wird es aber schon hier mit Al-Shafi'i problematisch, weil Al-Shafi'i ist 2 Jahre nach seinem Tod erst geboren. Ahmed ibn Hanbal dann natürlich auch. Also inwiefern können das Schüler von Sadiq sein? Das stimmt natürlich nicht. Und dann in Bezug auf die Riwayat, von denen sie spricht, dass sie nicht in Bukhari zu finden sind, da kann man natürlich darüber sprechen, aber so ganz stimmt das auch nicht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Folgendes mal anschauen, wir haben hier Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, 199 Ahadith. Al-Baqir, Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali, bekannt als Baqir, im Jahr 114 nach der Hijra gestorben. Habe ich ihn hier erwähnt, ja, hier ganz oben. Wir haben von ihm 1740 Überlieferungen, Marwiyat. Die Anzahl der Marwiyat, also nicht nur in Bezug auf die Al-Kutub al-Tis'a, sondern noch weiter ausgedehnt. Wir haben 1740 Marwiyat. 11 davon sind in Bukhari, 31 bei Muslim, 14 sind in der Muwatta von Malik und 502 im Musnad von Ibn Abi Shaybah. Dann hat sie auch As-Sadiq erwähnt, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein As-Sadiq, gestorben im Jahr 147. Auch hier sehen wir, dass wir eine deutlich große Anzahl von Marwiyat haben in den verschiedensten Büchern in den Traditionssammlungen. 24 davon sind bei Muslim, 14 in dem Muwatta von Al-Imam Malik. Also das stimmt schon mal nicht. So. In der Minute 43 hat sie auch erwähnt Folgendes, was die was die Überlieferung Fatima radiallahu anha betreffen. Überliefert. Von Fatima a.s., die Tochter des Propheten, hat Bukhari nur eine einzige Überlieferung eingetragen. So. Al-Bukhari hat nur eine einzige Überlieferung von Fatima, der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hier sind natürlich ein paar Punkte, die ich kurz jetzt erwähnen möchte, je nachdem, wie sie mir gerade einfallen. Erstens, Al-Bukhari. Es liegt nicht in der Wahl von Al-Bukhari zu entscheiden, wie viele Ahadith er von einer bestimmten Persönlichkeit, also
in Anbetracht des Endes und Schlusses des Hadith überliefert. Also Sinn und Zweck der Sache ist ja, wir möchten die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sammeln und zu diesen Hadith, und wenn es auch die Aussagen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, zu diesen Ahadith führen uns ja bestimmte Überlieferungsketten, Ketten von verschiedenen Tradenten über verschiedene Wege und so weiter. Al-Bukhari hat ganz bestimmte Maßstäbe gesetzt und entsprechend dieser Maßstäbe, die er sehr hoch angesetzt hat, wird er eben Ahadith einschließen oder ausschließen. Das ist ein Punkt. Das heißt, es liegt nicht in seiner Macht, es liegt nicht immer ganz in seiner Macht, er hat kein Verfügen darüber. Die zweite Sache ist, dass es natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Abu Huraira, Aisha und Fatima radiallahu anha, was die Anzahl und die Menge der Tradierung angeht. Die Umstände, die hierbei beachtet werden müssen, die dazu führen können, dass es eben zu einer größeren oder geringeren Überlieferung kommt, sind zahlreich, und die Faktoren dafür sind ebenfalls eine zahlreiche Faktoren. Da geht es nicht darum, welche Stellung eine Person innerhalb eines Lehrgebäudes hat. Das wird doch nicht daran gemessen, wie oft sie in Tradierungsketten vorkommt. Und zumal das ja selbst bei der Ahl-Sunna so nicht geht, und auch bei den Schia, wenn das nach diesem Maßstab gehen würde, dann hätten sie auch einige Probleme in ihrer Theologie. Dazu kommen wir aber gleich, inshallah. Die andere Sache ist, dass Fatima radiallahu anha nicht lange nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Sie hat 3 Monate, maximal 6 Monate nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch gelebt. Das heißt, also das ist umstritten unter den Historikern, 3 Monate oder 6 Monate. Aber jedenfalls, selbst wenn wir sagen 6 Monate nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt, es gab gar keinen großen Zeitraum für die Tradierung des Hadith. Die Überlieferung des Hadith und die mündliche Übertragung des Hadith ist ja erst langsam und allmählich in die Gänge gekommen. Und der nächste Punkt ist, dass Fatima radiallahu anha ja nicht im Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehaust hat, sondern sie hat im Haus ihres Ehemannes Ali ibn Abi Talib gelebt, was natürlich auch dazu führt, dass ihr einige Dinge entgehen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam betreffen. Also das ist gar kein Problem. Während Aisha radiallahu anha, sie hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam recht früh geheiratet. Als Ehefrau hat sie ihn viele Jahre begleitet, hat noch viele Jahre nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Und von daher ist es ja plausibel, dass die Umstände, die hier gegeben sind, eine größere Anzahl von Überlieferungen zulassen. Aisha ist im Jahr 57 nach der Hijra gestorben, genauso wie Abu Huraira. Abu Huraira ist ebenfalls im Jahr 57 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstorben. Also alleine der Faktor Zeit ist, da ist ein gigantischer Unterschied zwischen 3 bzw. 6 Monaten und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Jahr 57 nach der Hijra. Das Jahr 57 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist ebenfalls ein Punkt, den sie hier erwähnt. So, und dann in der 4. Minute sagt sie Folgendes. Ja, stattdessen 5400 Überlieferungen von wen? Von Aisha. Das ist Sahih al-Bukhari. Das ist das authentischste Buch nach dem Buch Allahs. Ja, Imam Ali alayhi salam, über dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ali ist das Tor zu der Stadt des Wissens. Wie viele Ahadith wurden von ihm gehört? 32 insgesamt. Ich meine, das sind Fakten. Das sind wirklich traurige Fakten. Nochmal, was hat sie gesagt? Fakten. Wie viele Ahadith wurden von ihm überliefert? 32 insgesamt.
32 insgesamt, okay. Schauen wir uns das auch mal kurz an. Dazu gehen wir wieder zu Folien. Also ich habe hier mal einen Vergleich gemacht, damit ihr sehen könnt, dass das schwachsinnig ist, unabhängig von der Menge, jetzt ob die stimmt oder nicht. Aber dass es schwachsinnig ist, die Anzahl und die Menge der tradierten Ahadith in Verhältnis zu bringen mit dem Primat, das jemand hat und einen Vorzug oder eine Stellung, die er hat. So, hier diese Folie. Wir vergleichen mal. Fangen wir mal bei Ali radiallahu anhu an. Wir haben 104 Überlieferungen bei Al-Bukhari und 111 bei Muslim und in den Al-Kutub al-Tis'a, das heißt bei Bukhari, Muslim, in Sunan von Al-Nasa'i und den Sunan von Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, den Sunan von Ad-Darimi und den Musnad von Ahmed, da haben wir 1742 Überlieferungen. Und wie man sehen kann, übertrifft es die Menge der Ahadith aller anderen Khulafa, aller anderen der drei Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Nachfolgern. Abu Bakr hat bei Bukhari nur 55 Ahadith, obwohl er laut der Vorstellung und laut der Aqida der Ahl Sunnah wal Jama'a der vorzüglichste Mensch nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unter seinen Gefährten ist. 55 Ahadith. Und bei Muslimen sind es nur 15. Insgesamt hat er die geringste Anzahl der Ahadith. Insgesamt 296 in den Al-Kutub At-Tis'a. Das macht also, wie wir sehen, das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn wir jetzt sagen, die Anzahl der Ahadith bestimmt, welche Stellung eine Person nimmt. Umar hat 161 Ahadith bei Bukhari, 124 bei Muslimen und 1329 in den Al-Kutub al-Tis'a. Uthman hat 30 bei Bukhari, 39 bei Muslimen und 414 in den Al-Kutub al-Tis'a. So, das ist ebenfalls ein Punkt, den sie genannt hat, und wir sehen, dass mit den Zahlen hier, das ist nicht so ganz richtig, nicht im richtigen Licht. Danach erwähnt sie Folgendes. In der Minute 6, ja, also ich weiß nicht, ob man das eben gehört hat, ich spiele es nochmal. Wäre ein ziemlich mulmiges Gefühl zu haben. Und wie kann es denn auch, allein reicht völlig aus, um als Sunnite in dieser Glaubenslehre ein ziemlich mulmiges Gefühl zu haben. Ja, genau, und wie gesagt, wir sehen hier, dass das vorne und hinten nicht so ganz stimmt, deswegen sollte sie jetzt wieder ein mulmiges Gefühl haben, dass sie, falls es denn stimmt, die Denkschule der Sunna, Ahlus Sunna, verlassen hat. Gehen wir zu Und wie Minute kann es denn auch 6. daran fest, eine Quelle über die Zahlen falsche sein sollte, die als das authentischste Buch nach dem Koran einstellt, Ahlul nach dieser Omar, sein Name fällt erst gar nicht. Ne, Ali seine Zahl und selbst, gefolgt von Omar und dann aus seinem Geschichtsbuch, bei Allah an die Wichtigkeit meiner Familie. Das ist wie die Sunnitas, über das authentischste Buch nach dem Koran einstuft. In diesem Moment antworten möchte es mir ein Rätsel. Ne, ich meine, Sahih Muslim, in seinem Buch überliefert, dass der Prophet sallam, ne, und dann wiederholt er drei ganze Mal, ich erinnere er schreibt, die besten Menschen nach dem Propheten a.s. sind Abu Bakr, gefolgt von Omar und dann Osman. Nach diesen drei Menschen, sagt er, sind alle anderen gleichwertig. Na, im selben Geschichtsbuch spricht Bukhari über die Khilafa. Er sagt, Abu Bakr herrschte für 2 Jahre und 2 Monate. Omar herrschte für 10 Jahre und 6 Monate. Osman herrschte für 12 Monate und Ali a.s. sein Name fällt erst gar nicht. Na, Ali seine Zeit wird von Bukhari als Zeit der Fitna bezeichnet. Bukhari sagt, dann gab es eine Zeit von Fitna über 5 Jahre. Nach dieser Fitna herrschte Muawiyah für 20 Jahre und Yazid für 3 Jahre und 6 Monate. So. Heißt, Okay. Bukhari erkennt Ali nicht mal als Kalifen an. Sein Bezug auf die Zeitspanne von Imam Ali a.s. wird als Fitna bezeichnet. Na, erst als Imam Ahmad ibn Hanbal kam, wurde Ali zum vierten Kalifen gemacht. Als Imam Ahmad kam, sagte Ali, muss zumindest der vierte Kalif sein. So, alles klar. Hier, ich erinnere noch mal kurz an die Daten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Gehen wir noch mal zur Folie. So, jetzt schauen wir uns noch mal die Daten an kurz, die wir hier am Anfang genannt haben. Okay. Hier haben wir die Daten. Wo ist Al-Imam Ahmed? 164, 241. Al-Bukhari 194, 256. Sie sagt nämlich, dass erst als Imam Ahmed gekommen ist, hat man dann gesagt,
im sunnitischen Lehrgebäude, zählen wir doch Ali ibn Abi Talib wenigstens noch zum vierten Khalifen und bewerten ihn mitsamt der drei anderen Khulafa höher als die restlichen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also erst yani, Ahmed ibn Hanbal wird chronologisch vor al-Bukhari erwähnt. Al-Bukhari ist nämlich erst später gekommen und kann zu den Schülern Ahmeds gezählt werden. Von daher ist das natürlich auch nicht so ganz richtig, was sie da erzählen. Die andere Sache ist, die nächste Sache, die man hier auch erwähnen kann, ist, dass das, wie sie, die Sache, wie sie von ihr dargestellt wird, nicht so ganz richtig ist. Wir haben hier das Sahih al-Bukhari, al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Der Titel übrigens besagt schon, dass al-Bukhari nie die Absicht hatte, sämtliche Überlieferungen zu sammeln, nicht einmal sämtliche authentische Überlieferungen zu sammeln. Er bezeichnet das Buch als ein Mukhtasar, als ein kurzes Werk über die Sunnen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Aussagen, Taten und seine Biografie. So, also von daher kann man ihnen deswegen schon gar nichts vormachen. Jedenfalls, wir haben hier ein Kapitel, das nennt sich Kitab Fada'ilu Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Das Buch oder Kapitel über die Vorzüge des der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieses hat er eingeteilt in Abschnitte. Und wenn wir jetzt die Reihenfolge betrachten, dann sehen wir ja ganz klar, dass wo al-Bukhari Ali radiallahu anhu einordnet, wo er ihn unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam verortet. So, wir haben hier Kapitel Nummer oder Abschnitt Nummer 2. Abschnitt Nummer 2. Und da beginnt er mit den Vorzügen Abu Bakrs. Babu Manaqib al-Muhajirin. Also die Vorzüge der Muhajirun. Und er beginnt zuallererst mit Abu Bakr radiallahu anhu. Dann kommt das Kapitel oder der nächste Abschnitt Nummer 6. Babu Manaqibi Umar ibn al-Khattab. Die Vorzüge des Umar ibn al-Khattab. Nummer 3. Nächster Abschnitt. Abschnitt Nummer 7. Babu Manaqibi Uthman ibn Affan. Die Vorzüge Uthman ibn Affans. So. Nummer 9. Nach Uthman. Babu Manaqibi Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi al-Hasan radiyallahu anhu. Und danach erwähnt er andere wie Nummer 10 Ja'far ibn Abi Talib, dann Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dann erwähnt er andere aus der Verwandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann erwähnt er Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Dann erwähnt er Talha ibn Ubaidillah und so weiter. Das heißt, wir sehen alleine in dieser Reihenfolge eine gewisse Hierarchie. Und auch die Aussage, dass Ahmed ibn Hanbal die Idee hatte, dass man Ali ibn Abi Talib den vierten Rang gibt, er ist nicht richtig. Auch das ist nicht richtig. Also wir sehen das durchaus auch vorher und bei anderen Personen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Aqida von Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak al-Tamimi, der im Jahr 118 nach der Hijra geboren ist und im Jahr 181 nach der Hijra verstorben ist.
Er sagt beispielsweise hier, in einem ganz kurzen theologischen Traktat von ihm, er sagt, wa'arafa, also er spricht über die Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'a, so wie er sie unter den Leuten seiner Zeit vorgefunden hat. Er sagt hier, wa'arafa haqqa salaf al-madin alladhina akhtarahum Allah li suhbati nabiyyi, und er kennt, oder er oder sie, je nachdem, kennt das Recht der Alten, der Altvorderen, die Allah Ta'ala für die Suhba seines Propheten sallallahu alaihi wasallam auserwählt hat. Wa qaddama Abu Bakr as-Siddiq. Nummer 1, also Abu Bakr as-Siddiq wird an erster Stelle gesetzt. Wa Umar ibn Khattab wa Uthman ibn Ali, wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib. Er nennt also die vier Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem obersten Privileg. So, man kann also, wie gesagt, die Aqaid der Salaf durchstöbern und man wird das immer wieder finden. So, was haben wir da noch? Wir haben zum Beispiel hier die Aqida von Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, welcher zu den Shuyukh von Ahmed ibn Hanbal gezählt wird. Manche zählen ihn zu den Shuyukh von Ahmed ibn Hanbal. Und er sagt hier, وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبي. Und ich kenne die Rechte und das Primat der Salaf, die Allah Ta'ala für die Suhba des Propheten sallallahu alaihi wasallam auserwählt hat. So, und dann sagt er in Punkt Nummer 12, وأقدم أبو بكر. Ich gebe Abu Bakr den Vorrang. Dann Umar, dann Uthman und dann Ali, den vier rechtgeleiteten Khulafa. Das ist in einer Risale von ihm und Ähnliches wiederholt er auch in anderen Schreiben. Hier zum Beispiel in einem weiteren Schreiben von ihm, in seiner Wasiyya, dort heißt es im Abschnitt Nummer 13, وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. Die besten Menschen nach dem Propheten صلى الله عليه وسلم sind Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Das heißt, das entspricht ebenfalls nicht den Fakten, was sie hier erzählt. Gut. Und wie gesagt, Ahmed, Bukhari folgt Ahmed und nicht Ahmed al-Bukhari. Und ein anderer Punkt ist halt, dass, wie gesagt, die Anzahl der Überlieferung, die macht nicht aus, ob jetzt jemand, was für eine Stellung jemand hat. Das ist eben einfach bedingt durch ganz verschiedene Faktoren. Das führt uns nochmal kurz zurück zu ihrer Behauptung wegen dem Tarikh al-Bukharis. Die Bücher des al-Bukharis, die als die Tawarikh bezeichnet werden, sind übrigens keine Geschichtsbücher, das sind keine historischen, chronologischen Geschichtsbücher, das sind Biografien von Tradenten und so weiter, Daten, die den Ilm al-Rijal betreffen. Und in dem Tarikh al-Awsat, da sagt er, also er zitiert hier, überliefert, an Nafi' ibn Abi Nu'aym, an Nafi' Mawla ibn Umar, qala kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madina 10 sinin thumma tuwfiya. Der Prophet, er sagt, dass Nafi' der Mawla von Ibn Umar, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb in Medina 10 Jahre, dann starb er. Dann kam Abu Bakr, 2 Jahre und 7 Monate. وكان عمر 10 سنين و15 اشهر عمر 10 Jahre 5 Monate عثمان 12 سنه عثمان hatte 12 Jahre und dann sagt er وكانت فتنه معاويه بينه وبين علي und dann fand die
Fitna zwischen Muawiya, oder er nennt es die Fitna von Muawiya, zwischen ihm und Ali 4 Jahre lang statt. Dauerte 4 Jahre lang. Also er spricht hier erstmal von der Fitna Muawiyas, und außerdem Fitna heißt es einfach in diesem Kontext Bürgerkrieg, und das ist ja der Fall, wie soll er es denn sonst nennen? Und dann sagt er, ثُمَّ وَلِيَ مُعَاوِيَ 20 سَنَةً إِلَّا شَهْرَيْنَ. Und anschließend übernahm Muawiya das Amt für, oder die Herrschaft für ungefähr 20 Jahre. Na. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, der als in der Sunna als Saifullah bezeichnet wird. Er hat auch trotz dieser Stellung von ihm, yani, finden wir in den gerade mal so circa 10 Ahadith von ihm in den Büchern der Sunnen. Ja. Wenn wir uns jetzt mal die Bücher der Schia anschauen, gehen wir mal hierhin wieder zur Folie. Ach so, was ich noch erwähnen wollte ist, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören doch auch zu den Ahlul Bayt, zu seinen, den Leuten seines Hauses. Also wenn die Ahlus Sunna so viele Ahadith Aisha radiyallahu anha überliefert, dann ist das doch gerade ein Zeichen für ihre Loyalität gegenüber den Ahlul Bayt. Yani Allah Ta'ala erwähnt in der Surah Al-Ahzab, also hier, das ist der letzte Teil des Verses, den die Shia gerne zitieren, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah will gewiss nur den Makel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses, Ahlul Bayt, und euch völlig reinmachen. Und wenn wir uns aber den ganzen Kontext mal anschauen, von wem ist denn gerade hier die Rede? Ja, Nisa an-Nabi, lestunnaka ahadim minan Nisa. O ihr Frauen, o Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Das heißt, hier ist die Rede von den Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Was natürlich nicht bedeutet, dass andere ausgeschlossen sind. Dass andere davon ausgeschlossen sind. Genauso wie der Hadith al-Kisa nicht bedeutet, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fatima, Ali und so weiter mit einem Mantel oder mit einer Decke um sich schloss und sagte, dass sie die Ahlul Bayt sind. Das bedeutet nicht, dass andere das nicht sein können oder davon ausgeschlossen sind. Genau. Ja, das sind ein paar Punkte, die ich jetzt mal hier auf die Schnelle äußern wollte. Wie genau, die Sache über die Bücher der Schia. Das Al-Kafi hier, das Al-Kulaini, ist das authentischste Werk bei den Schia, das im Jahr 329 nach der Hijra zusammengestellt wurde. Und von Al-Kulaini. Es ist wie bei, also es hat in etwa die Stellung des Al-Bukhari bei den Schiiten hat es die Stellung wie der Al-Bukhari oder das Al-Bukhari bei der Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Interessanterweise ist in dem Bereich der Usul Madrasa der Schia sind einige der Auffassung, dass die Anzahl dieses authentischsten Werk bei den Schia, das authentischste Werk bei den Schia, das größte und herrlichste Werk bei den Schia, mehr als die Hälfte der Hadith sind unauthentisch. Also wir haben hier zum Beispiel Fakhruddin al-Turaihi, der zählt die Summe der Hadith in dem Al-Kafi auf ca. 16.199. Und er sagt, dass 9.485 davon unauthentisch sind, also mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte davon ist unauthentisch. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Zahlen sind natürlich unterschiedlich, aber wollte ich mal kurz erwähnt haben. Jetzt schauen wir uns mal an ein paar Fakten zu den Zahlen der Bücher der Schia. Die Überlieferungen, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt werden, belaufen sich in den Büchern der Schia auf etwas mehr als 600 Überlieferungen. Warum denn so ein Fokus auf die Ahlul Bayt und warum nicht auf die zentrale Person? Warum nicht auf die Hauptperson des Hauses, nämlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam? 600 Überlieferungen, das ist eine lächerliche Anzahl im Vergleich der Gesamtheit der Überlieferung. In den vier Hauptbüchern der Schia befinden sich ca. 690 Überlieferungen von Ali radiallahu anhu. Wir haben ja hier bereits gesehen gehabt, Moment, das ist gerade zugegangen. Wir haben ja gesehen, dass die Menge der Ahadith bei den Ahlus Sunnah wal Jama'ah deutlich höher ist. Ich gehe nochmal zurück. So. Hier 1742 Überlieferungen. Die Überlieferungen Al-Hassans begrenzen sich in den vier Büchern nur auf 21 und die des Hussein nur auf 7 Überlieferungen. Wenn das also die Zahlen sind, die sie dazu gebracht haben, ein mulmiges Gefühl in der Madrasa der Ahlus Sunnah wal Jama'ah zu bekommen, dann sollte sie dieses Gefühl am besten wieder bekommen, aber diesmal in Bezug auf die Madrasa der Ahlut Tashayyu, der Ashia. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.